Hallo zusammen. Das heutige Thema ist die Zeit und dazu werden wir erst einmal ein paar Begriffe klären, weil es sonst später zu Verwirrung kommen kann. Erst einmal alles, was jetzt gerade passiert, also wenn alles, was ich jetzt gerade erzähle, was jetzt passiert, das nennt man auf Deutsch die Gegenwart. Dann gibt es noch alles, was vorher passiert ist, also gestern oder vor 5 Minuten oder vor 5 Jahren. Das nennt man auf Deutsch die Vergangenheit. Gegenteil davon ist die Zukunft. Das ist alles, was morgen passiert, also später. Es kann morgen sein, das kann übermorgen sein oder in 5 Wochen oder in 5 Jahren. Das ist egal. Alles, was später als jetzt passiert, sozusagen. Um die Gegenwart auszudrücken, benutzen wir in der Regel den Präsens, also in 99% der Fälle ist Präsens die Zeitform oder die grammatikalische Zeit, die wir dafür benutzen. Die benutzen wir einmal, wenn jetzt gerade etwas passiert oder etwas gemacht wird. Also ich erzähle hier gerade etwas, das passiert jetzt gerade. Ich kann den Präsens aber noch für andere Dinge benutzen. Zum Beispiel hier, wenn eine Handlung immer oder normalerweise zu einer Zeit stattfindet. Eine Handlung, das bedeutet, wenn etwas gemacht wird oder passiert. Zum Beispiel, wenn Sie sagen, ich stehe jeden Tag um 6 Uhr auf. Ich stehe jeden Tag um 6 Uhr auf. Das ist im Präsens geschrieben oder im Präsens formuliert. Das kann heute um 6 Uhr meinen. Wenn Sie allerdings sagen, normalerweise oder immer um 6 Uhr auf, dann heißt das auch, dass Sie da in der Vergangenheit schon immer um 6 Uhr aufgestanden sind oder eben auch in der Zukunft. Das heißt, dieser Präsens, diese Zeitform hier oben, diese grammatikalische Zeit, die benutze ich für die Gegenwart. Ich kann es aber auch für Handlungen in der Vergangenheit oder Zukunft benutzen, wenn diese zum Beispiel immer so stattfinden oder niemals. Zum Beispiel, ich trinke nie Tee. Dann haben Sie den heute nicht getrunken und auch die letzten Jahre, sage ich jetzt mal, haben Sie den nie getrunken. Es gibt auch zum Beispiel noch, dass man den Präsens für die Zukunft benutzt. Sie sehen hier VGL, das heißt Vergleichs- oder so viel wie siehe zu Futur. Futur 1 und Futur 2, das sind andere grammatikalische Zeiten, die besprechen wir jetzt hier heute nicht. Das gibt noch ein extra Video, weil das dauert sonst zu lange hierfür. Wie sieht der Präsens überhaupt aus oder wie bildet man den? Dafür habe ich Ihnen hier so eine kleine Tabelle gemalt sozusagen, um Ihnen das nochmal kurz zu zeigen. Sie haben hier auf der ersten Position in der ersten Spalte nochmal die Personalpronomen. Also ich, du, er, sie, es und so weiter. Und hier die normale Endung, die ich dann für dieses Pronomen benutzen muss, wenn ich im Präsens etwas ausdrücken will, also wenn ich etwas sagen will. Hier gibt es noch drei Verben, die habe ich jetzt mal als Beispiel genommen. Wir fangen mal an mit dem Verb heißen. Sie sehen hier, die Endung e zum Beispiel bedeutet immer, wenn ich und das Verb heiße sage, dann ist hinten das E, ist sozusagen ein Hinweis darauf, dass es sich um mich handelt, also das Personalpronomen ich. Sie sehen hier, es gibt schon bei heißt eine Ausnahme. Sie haben hier normalerweise die Endung st. Hier in diesem Fall bei heißen wird die allerdings nicht benutzt, weil Sie hier schon sozusagen ein S-Laut drin haben. Also Sie schreiben jetzt nicht dieses S noch hier hinter, weil Sie dann sozusagen zweimal S oder S haben. Hier bei wohnen sehen Sie es schon wieder, da ist noch ein ST da drin. Sie merken, es gibt hier schon wieder sehr viele Ausnahmen. Da gibt es auch Regeln zu. Allerdings finde ich meistens die Regeln so kompliziert formuliert, dass das ja meistens eher Probleme gibt, als es wirklich hilft. Beispiel eine Regel, wo haben wir es? Hier zum Beispiel bei arbeitet. Normalerweise müsste ich ja einfach hier das E weglassen und zwei Ts hintereinander schreiben.
Das sieht aber einfach nicht schön aus oder man kann es nicht schön aussprechen sozusagen und deswegen macht man das nicht. Sie können natürlich gerne noch diese Ausnahmeregelungen lernen. Ich sage meinen Schülern immer, lassen Sie das, weil Sie die Ausnahmen durch häufiges Hören oder durch häufiges Schreiben dann auch so automatisch erkennen und wissen, wie es richtig geschrieben ist. Also zum Beispiel hier arbeitet, irgendwann, wenn Sie das ein paar Mal gesehen haben, schreiben Sie das automatisch richtig. Heute wollte ich allerdings gar nicht so lange auf den Präsens eingehen oder auf die Gegenwart, weil ich der Meinung bin, dass es da weniger Probleme gibt als bei der Vergangenheit. Welche Probleme gibt es bei der Vergangenheit? Wenn Sie Deutsch lernen, ist das Hauptproblem am Anfang erst einmal, Sie haben sehr schnell mit zwei Zeitformen zu tun, dem Perfekt und dem Präteritum, also zwei grammatikalische Zeiten sozusagen, die aber beide die Vergangenheit beschreiben oder für die Vergangenheit benutzt werden können. Jetzt gucken wir uns erst einmal an, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen den beiden? Und da gibt es erstmal eine Erklärung, die so nicht 100% stimmt oder vielleicht auch gar nicht stimmt, je nachdem. Und zwar sagen meine Schüler mir sehr oft, dass sie im Internet, in Büchern oder von anderen Lehrern gelernt hätten, dass man sozusagen guckt, wie lange denn etwas wirklich vorbei ist. Also sozusagen, dass man das Perfekt benutzt, wenn etwas noch nicht so lange her ist, zum Beispiel gestern oder vor 5 Minuten ist etwas passiert. Und das Präteritum, dass man das benutzen würde, wenn etwas längere Zeit vorbei ist, also vor mehreren Jahren oder wie hier im Beispiel vor ein paar hundert Jahren. Das, wie gesagt, stimmt so nicht. Das ist leider falsch. Bitte so nicht lernen, das ist Quatsch. Wir gucken uns jetzt erstmal an, wo denn überhaupt der Unterschied ist. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Perfekt und Präteritum? Der Hauptunterschied ist hier, das Perfekt wird meistens mehr beim Sprechen benutzt und das Präteritum mehr beim Schreiben, und zwar hier bei formellen Schreiben. Das heißt, wenn Sie Briefe zum Beispiel schreiben an eine Behörde oder an ein Amt, dann benutzt man sehr häufig das Präteritum, weil es einfach ein bisschen formeller oder höher klingt. Beim Perfekt hatte ich gerade eben gesagt, das wird meistens beim Sprechen benutzt. Also wenn zwei Deutsche zum Beispiel über die Vergangenheit reden, zum Beispiel das letzte Wochenende oder was gestern passiert ist. Das Perfekt wird hier meistens benutzt oder mehr benutzt. Allerdings wird Perfekt und Präteritum immer ein bisschen gemischt verwendet. Was das heißt, zeige ich Ihnen hier jetzt gleich mal auf der nächsten Folie mit einem Beispieltext. Hier der versprochene Text. Einmal in Gelb das Perfekt und in Türkis das Präteritum. Sie sehen, es wird mehr Perfekt benutzt als Präteritum, aber es gibt immer noch so einen kleinen Wechsel da drin. Das heißt, es gibt immer noch so ein bisschen Präteritum zwischendrin. Das hat im Wesentlichen eigentlich zwei Gründe. Einmal ist das so eine, ich nenne es mal persönliche Vorliebe, vielleicht auch je nachdem, aus welcher Region Sie in Deutschland kommen, wo oder wie Sie Deutsch gelernt haben. Zum Beispiel hatte ich mal, als ich noch Schüler war, eine Vertretungslehrerin, die hat etwas erzählt und die hat nur das Präteritum benutzt. Und damals wusste ich gar nicht so genau, was denn da jetzt irgendwie so komisch dran war. Ich wusste, es ist nicht falsch, was sie erzählt, aber irgendwie fand ich es doch irgendwie ein bisschen seltsam. Es lag, wie gesagt, daran, dass sie gar kein Perfekt benutzt hat, sondern nur Präteritum. Und das war für mich damals ziemlich seltsam. Dann haben sie noch am ersten Satz zum Beispiel, am Wochenende war ich auf einer Party. Hier wird das Präteritum benutzt. War ist eine Form von sein. Einfach nur, weil es hier kürzer und angenehmer ist als im Perfekt zu reden. Im Perfekt würde der Satz zum Beispiel heißen, am Wochenende bin ich auf einer Party gewesen. Und bin gewesen ist halt ein bisschen länger und umständlicher als einfach zu sagen,
Ich war auf einer Party. Also hier ist es ein bisschen, ja, Zeitersparnis und sagen wir mal, es klingt ein bisschen eleganter als das Perfekt. Sie hatten jetzt gerade eben schon ein bisschen das Perfekt in einem Text gesehen, aber was braucht man eigentlich genau oder wie sieht das Perfekt genau aus? Sie brauchen dafür erstmal sein oder haben und zwar davon die passende Version sozusagen. Also wenn ich sage, ich bin oder du bist, muss ich immer wissen, oder ich habe, du hast und so weiter. Wichtig, sein oder haben, bitte nicht beide benutzen. Dann brauche ich noch etwas, deswegen steht da ein Plus, ein Partizip 2. Partizip 2, was ist das nun wieder? Das ist sozusagen ein Verb, was hier sehen Sie, meistens mit einem GE vorne beginnt und manchmal mit einem T und manchmal mit EN zum Beispiel endet. Es gibt da noch ein paar Ausnahmen, das aber später dazu. Also Partizip 2 ist immer eine besondere Form des Verbs. Ich habe hier mal zwei Beispielsätze hingemacht, damit man das sich ein bisschen besser vorstellen kann. Ich habe gestern eine Suppe gekocht. Ich habe haben. Ich habe. Und das Verb kochen und das Partizip 2 von kochen ist gekocht. Also ein GE vorne und noch ein T am Ende. Der zweite Satz, du bist letztes Jahr in den Urlaub gefahren. Da haben wir eine Form von sein, du bist und das Partizip 2 von fahren mit einem GE vorne und EN hinten. Noch ein paar Worte zum Partizip 2. Hier links den Kasten habe ich Ihnen ja schon gezeigt. Partizip 2 fängt meistens mit GE an und hört mit T oder EN auf. Oder eben ein Partizip 2 von einem Verb sieht ganz anders aus. Ich habe hier mal ein paar Beispiele hingeschrieben. Sie sehen zum Beispiel beim Wort geschlafen. Sie sehen sehr schnell den Stamm des Wortes, also dass die ursprüngliche Form des Verbs sozusagen hier schlafen zum Beispiel. Bei gemacht oder gesucht sehen Sie auch sehr schnell die Grundform machen und suchen. Bei geschwommen und geflogen wird es schon ein bisschen schwieriger, weil sich da das Wort ein bisschen verändert hat. Sie sagen ja nicht flogen, sondern fliegen normalerweise. Hier hat sich da also da ein bisschen was verändert. Trotzdem erkennt man das noch relativ einfach. Dann haben Sie unten noch ein paar Beispiele, verliebt und bekommen zum Beispiel. Die haben jetzt gar kein GE vorne drin. Warum das so ist, das sehen Sie in einem späteren Video, wenn es da um trennbare und nicht trennbare Verben geht. Das ist dafür der Grund. Bei reparieren zum Beispiel, das ist einfach nur eine Ausnahme. Das hat kein GE. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen merken, wenn Sie sagen würden, ich habe mein Auto gerepariert oder so. Das klingt völlig bescheuert und dann kann man schon ein bisschen merken, da ist irgendwas falsch und das stimmt in dem Fall auch. Das hier ist nämlich eine Ausnahme. Wie kann ich jetzt wissen, wie die ganzen Partizip-2-Formen von den Verben sind? Da gibt es leider wie immer nur die unbefriedigende Antwort. Das müssen Sie alles lernen, lernen, lernen. Das geht leider nicht anders. Wann benutze ich überhaupt sein und wann muss ich haben benutzen im Perfekt? Dazu habe ich Ihnen hier diese kleine Tabelle gemacht. Sehen links auf der Seite sein und rechts haben. Links bei sein der erste Punkt Bewegung. Das ist immer, wenn Sie zum Beispiel laufen oder gehen oder mit dem Auto fahren oder mit dem Flugzeug fliegen. Das sind alles Verben der Bewegung. Der zweite Punkt Zustandsänderung ist ein bisschen komplizierter. Der Zustand, das heißt so viel wie wie ist irgendetwas? Im ersten Beispiel zum Beispiel der Käse. Wie ist der denn im Moment? Wenn der Käse zum Beispiel gerade noch im Kühlschrank ist, dann ist er noch hart und kalt. Und wenn der jetzt auf die warme Pizza kommt, dann wird er langsam warm und nicht mehr hart, sondern der wird weich. Und dann schmilzt er. Das heißt, der ist dann geschmolzen.
Zustandsänderung heißt hier also, der Käse war erst hart und kalt und jetzt auf der Pizza zum Beispiel ist er weich, warm und ist geschmolzen. Einfaches Beispiel vielleicht, Sie schlafen im Bett und jetzt klingelt der Wecker und danach sind Sie wach. Das heißt, erst schlafen Sie und dann sind Sie plötzlich wach. Das heißt, Ihr Zustand hat sich verändert von Schlafen auf Wach. Dann gibt's natürlich wie immer im Deutschen noch Ausnahmen. Hier bei den Verben bleiben, sein und werden. Auch hier benutzt man immer das Hilfsverb sein. Bei haben haben wir es ein bisschen einfacher. Ich habe hier geschrieben, einfach bei allen anderen Verben sollen Sie haben benutzen. Das ist jetzt natürlich ziemlich vereinfacht und ziemlich verkürzt dargestellt und ich wette, es gibt ein paar Deutschlehrer, die jetzt ein bisschen schreien, aber ich habe gemerkt, das reicht eigentlich als Erklärung, weil sonst denken Sie noch viel zu viel über andere Dinge nach, anstatt einfach zum Beispiel Deutsch zu sprechen. Wenn Sie keine Ahnung haben, benutzen Sie also immer haben. Ich habe hier noch hingeschrieben, meistens, also in den meisten Fällen, werden die Verben mit haben gebildet. Das heißt, wenn Sie ein neues Verb lernen, benutzen Sie erst einmal haben. Und in der Regel funktioniert das auch. Wenn das falsch ist, haben Sie danach gelernt, aha, ich habe einen Fehler gemacht und machen es beim nächsten Mal besser. Ja, das wär's von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen wie immer noch viel Spaß mit den Aufgaben und viel Erfolg.